Mitten im Zentrum von Leogang steht es. Das Hotel der Löwe, der Familie Madreiter. 1991 auf die grüne Wiese hingebaut, ist der Hotel- und Gastronomiebetrieb seitdem stetig gewachsen. Vor allem in diesem Sommer ging es im wahrsten Sinne des Wortes noch einmal richtig nach oben. Wo wir mit dem Renovieren angefangen haben, das war zuerst in der Küche. Komplett neue Küche gemacht, den kompletten Wellnessbereich umgebaut. 2001 haben wir eine Tiefgarage und einen Garten gebaut und vor 2 Jahren die Lions Lounge, und jetzt haben wir den großen Schritt gemacht mit 3., 4., 5. Stock. Den 3. haben wir komplett renoviert. Am 4. und 5. Stock haben wir komplett neu aufgebaut mit Wellness-Suitentrakt und mit einem sehr schönen Wellnessbereich. Und ja, da ist mir jetzt schon stolz, dass das so gut gelungen ist. Wir haben gute Partner gehabt und haben das sehr gut umgesetzt in kurzer Zeit, in 3 Monaten Bauweise, und sind wir sehr gut aufgestellt für die Zukunft jetzt. In die Zukunft geht das Hotel der Löwe dabei mit der neuen innovativen Philosophie Lebe frei. Lebe frei ist das neue Konzept in unserem Haus, das Hotel für mehr Lebensgenuss, und Lebe frei soll bedeuten, dass der Gast mit so wenig Einschränkungen wie möglich seinen Urlaub bei uns verbringen soll. Zum Beispiel kann er bis 14 Uhr frühstücken. Wir haben ganz normal bis 10:30 Frühstücksbuffet, und er kann aber genauso bis 14 Uhr noch à la carte auch frühstücken. Und so versuchen wir in alle Abteilungen dieses Lebefrei durchzuziehen, dass er mit so wenig Einschränkungen wie möglich seinen Urlaub genießen kann. Und ja, ich glaube, es kommt gut an. Ein interessantes Thema beim Löwe ist auch die Kunst. Und die kommt großteils vom hauseigenen Küchenchef Albert Schulnig, der mit dem Pinsel scheinbar genauso gut umgehen kann wie mit dem Kochlöffel. Seit 23 Jahren ist er bereits im Hotel tätig und hat dabei seine ganz eigene Küchensprache entwickelt, die er selber als alpine Gourmetküche bezeichnet. In erster Linie frisch, also Convenience-Produkte haben wir gar keine mehr. Wir kaufen die Semi nur beim Bäcker und der Rest wird selber gemacht. Wir haben auch 2 Italiener da, einer macht Nudeln, Pasta und so Sachen. Und der zweite ist der Bäcker, Konditor. Brot, alles wird selber gemacht. Ja. Das Thema Genuss wird im Hotel der Löwe in allen Bereichen großgeschrieben. Deswegen wurde vor 2 Jahren auch die Lions Lounge gebaut. Der Gast kriegt also ausgewählte Cognacs, Whiskys, Zigarren, gutes Glas Wein, natürlich gibt es auch spezielle Bier. Spezialitäten sind natürlich auch großgeschrieben bei uns im Haus, und vom größten Whisky-Destillerie der Welt, vom kleinsten Whisky-Destillerie der Welt, also wirklich also ein paar ausgewählte Spezialitäten. Die Digestives, Weine und Zigarren aus aller Welt werden natürlich vom Hotelchef und seinem Diplom-Sommelier persönlich ausgewählt. Richtig, ja, das ist sehr viel Arbeit, aber diese viele Verkostungen, was mein Chef und ich alles durchmachen müssen. Also da leiden wir schon teilweise, ja. Aber es macht Spaß. Oh ja, das macht sehr, sehr, sehr viel Spaß, ja. Neben dem Spaß wird im Hotel der Löwe auch das Thema Nachhaltigkeit gelebt. Das Thema Nachhaltigkeit war schon im Bau ein großes Thema. Wir haben oben alles in Leichtbauweise mit Holz gemacht. Die ganzen Dämmstoffe mit nachhaltigen Produkten wie Steinwolle zum Beispiel, haben uns dann gleich entschieden, eine Photovoltaikanlage zu installieren. Wir haben schon seit einem Jahr eine Elektrotankstelle, ein Elektroauto, natürlich auch die E-Bikes und Elektroroller. Ist dir das auch ein persönliches Anliegen? Ist uns auch ein sehr persönliches Anliegen, dass man nachhaltig auch für die Zukunft investiert und das auch selber lebt.